Sushi. Wirklich die neue Schule? Seit gerade eben. Hast du das mal getraut? Ja. Buschig, buschig. Ja. So, was machen wir? Vielleicht sind die Haare jetzt eigentlich auch mit da. Was? Wann haben wir jetzt das deine Haare geschnitten? Was ich tun? Also wie so ein Rasierer, da machen wir einfach alles ab. Ich weiß gar nicht, wie das letzte Mal passiert. Okay. Ich dachte, das ist die letzten anderthalb Jahre, glaube ich nicht. Immer selber gemacht. Sieht man, es wird ja schon nachgewachsen in den letzten anderthalb Jahren. Ja, nämlich schon. Schon. Okay. Ja, gut, fang mal an. Ja, geht los. Hey. Ja, okay, gut. Was kommt denn jetzt? Gut. Was machen wir denn überhaupt? Das fängt schon sehr gut an. Ah, Bier. Ja, gut, was Bier? Ich dachte, das wollte nur hier das Startzeichen haben hier für das Bier. Ja. Wollen wir uns jetzt eins raus? Nee, ich schieb dir das an. Ja. Brauchen wir nämlich für die Suppe. Ja, aber erstmal ein, wenn das noch gut ist. Schon arschkalt. Ist noch eine Zitrone dazu. Was ist das? Eine Zitrone. Was ist das? Gut. Da hätte ich gerne eine Badewanne für. Klick, klack. Ist das auch gut? Arschkalt, du. Hast du das gesehen? Wie von Zaubermann, ne? Wie von Zaubermann. Und da ist es auch schon wieder. Wir arbeiten hier mit Tricks, ne? Kameratricks. Alles. Alles. Weißt du, was wir lange nicht mehr hatten? Zeitrafferaufnahme. Normalerweise alle drei Clips kommt einmal so eine Zeitrafferaufnahme. Ja. Wo dann die Kamera hier steht und dann. Ist das ein Bild? Schwitzt doch mal so eine Wohnung. Oh ja, ey, hier ist das, oh, wie saunamäßig. 23 Grad hier. Ich glaube, wir schon auf dem Kopf gehen. Und die Herdplatte ist auch schon heiß. Strasche, oder? Wir sind schon gut vorbereitet. Wir haben schon mal die Herdplatte an. Und die Würste noch aufgelegt. Und Wasser schon alles abgemessen. Hier so junge Erbsen-Mix, so Petersilie. Da hat er hier übrigens die Dose aufgemacht. Junge Erbsen. Bitte mal hier genau auf die Dose zählen, die hat er einfach nur aufgemacht. Petersilie sollst du gleich hacken und feinschneiden, ist hier auch schon fertig. Das ist nichts frisch bei. Guck mal, so Glas, hier, Dose. Alles Wasserhahn, hier, Dose, Würstchen. Und Gemüsebrühe, auch schon instantiert, alles klar. Komm, nix. Nudeln hier fertig. Nudeln, Wurst aus der Dose. Nix. Nix. Ganz einfache Rezepte. Das sagen sie nur, Evan. Für euch daheim zum Nachbasteln. Kannst du auch alles einmal durch Fleischwolf ziehen müssen. Maggi, wir brauchen eigentlich nur vier Würste. Bist du jetzt mal eine Wurst? Ah, ja. Eine Wurst. Ess doch mal eine Wurst. Nee. Mach doch mal eine Wurst. Die kann ich nicht mehr knacken. Nee. Hast du auch schon mal gehabt, so? Eine Dose aufgeschraubt und hat es angefangen zu schäumen. Wenn du eine Wurst drin hattest. Nee, ich war schon so lange abgelaufen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn die beim Saugen zu Hause auf. Ich habe mir schon mal so eine Wurst auf der Zunge gelegt, die hat sich so dann aufgelöst. So. Kannst du nicht rein. Holst du kaum. Ich hab auch Sau und Apfel zu Hause. Hast du nicht nochmal eine Geburtstagstorte eingefroren? Ne, die habe ich weggeschmissen. Die war zwei Jahre. Er hat eine Geburtstagstorte für mich gekauft. Dann hat er die im Tiefkühl gehabt, weil das ja so eine Torte. Fertigtorte war. Eine Schokotorte war das. Wollte er die mitbringen und habe ich vergessen. Ein Jahr später hätte er die auch noch mitbringen können. Und dann hat er die zwei Jahre im Tiefkühl gehabt. Und jetzt hat er sie weggeschmissen. Ja, ist schon länger her. Aber ich glaube, anderthalb Jahre hätte sie gehalten, glaube ich. Anderthalb Jahre hätte sie gehalten und dann wurde sie weggeschmissen. Ich habe ihn ja einfach nicht gegönnt. Nee. Was hast du denn mitgebracht? Schokolade. Und Salami hat er mitgebracht. Mein Geburtstag. Käse. Hat er Frühstück mitgebracht? Das ganze Frühstück mitgebracht, glaube ich. Mein Einkauf, den hatte ich nicht mehr zu Hause. Das war echt so. Du hast dann öfters deinen Einkauf hier vergessen, ne? Ja, hat er mal. Er hatte meine Cavalossi mitgebracht, den ganzen, aber die hat er dann auch gefressen. Einfach so. Ja, die auf die Faust. War für Frühstück? Wie so ein Würstchen hier. Ja, Frühstück. Und dann habe ich noch so einen Salat-Tipp gehabt und dann immer. Einen Salat-Tipp, eine Cavalossi. Nee, wir waren irgendwie so ein Dip. Hier, so ein Cocktail-Dip. Mayo. Also ähnlich. Mayo aus Bruder, da ist was drauf. Ne? Der Mayonnaise-Kuchen war doch lecker. Das hat nur nicht nach Mayo geschmeckt. Nee. Muss ja nicht immer nach Mayo schmecken. Allein jetzt mit. Gut, jetzt haben wir nur noch vier Würste. Jetzt stimmt unser Rezept auch wieder. So, ich bleib dabei, die war nicht knackig. Du darfst gleich die Würste schneiden. Deutschländer hätte ich kaufen müssen. Deutschländer. Oder so was anderes. Frankfurter? Auf jeden Fall keine Dosenwurst. Aber kann man auch nehmen. Muss man frisch einkaufen. Das
Achso, wollen wir anfangen? Ja. Dann kann ich mal aufhören, das so weit wegzustellen. Das ist gut. Was meinst du?